Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Parfüm.de Adventskalender. So zeige ich ihn mal. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist ein DIY-Adventskalender. Das heißt, du bekommst, wenn du möchtest, diese Söckchen mit dazu. Dann zahlst du für den kompletten Adventskalender 69,99 €. Du kannst dir aber auch nur den Inhalt bestellen. Falls du vielleicht vom letzten Jahr zum Beispiel die Söckchen da hast, dann kostet der Adventskalender 59,99 €. Der Inhalt, den ich dir zeige, ist exemplarisch. Also der kann variieren, dass man ein anderes Duschgel drin hat, ein anderes Parfüm oder so, ne? Aber vom Grund, von der Grundsubstanz her ist er gleich. Ich darf zwei Adventskalender an euch verlosen. Also zwei Gewinner wird es auch geben und die werden direkt von der Parfümerie Rüdel an euch versendet. Und ich habe diesen Adventskalender auch wieder in Kooperation zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich kann euch auch einen 15% Rabattcode mit ans Herz geben, an die Hand geben. Claudiswelt 15, damit sparst du 15%, ist auch richtig, richtig cool. Und ja, ich habe die Produkte ausgepackt, vor mir hingestellt, wie ich jetzt ungefähr den Adventskalender packen würde, wenn ich ihn jetzt verschenken würde. Starten würde ich den Adventskalender mit einer Handseife tatsächlich, aber die ist ganz speziell. Ich glaube, die hatte ich letztes Jahr auch drin. Ist in einem Engelchen-Design und ich finde das einfach sehr schön, sehr weihnachtlich und deswegen gehört es für mich einfach so in die Weihnachtszeit. Ja, da hat man auch gerne im Badezimmer einfach oder generell im Haus. Du hast ja überall ein bisschen Weihnachtsdeko, ne? Und auch in der Seifenschale, finde ich ganz cool. Am 2. Dezember würde ich persönlich ein Hydro Booster von Annemarie Berlin verwenden wollen oder reinpacken wollen. Intensivserum bei feuchtigkeitsarmer Haut und hier sind 5 ml drin und so als schöne Startgeschichte der Pflege, die dann auch demnächst dann noch weiter im Adventskalender kommen wird. Wir haben hier so eine kleine Pipettenflasche drin, was ich auch richtig schön finde. Und ich finde es auch richtig gut, dass hier ein Produkt drin ist, was auch jeder mit jeder Haut verwenden kann. Denn selbst wenn du eine ölige Haut hast, braucht die Haut Feuchtigkeit. Das vergessen viele sehr oft und deswegen macht es durchaus Sinn, dass dieses Produkt hier mit drin ist. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da würde ich auch mit dekorativer Kosmetik starten wollen. Ich persönlich bin kein ultimativer Fan von dem Produkt hier an sich, aber ich finde, so ein Highlighter ist auf jeden Fall ziemlich cool. Miss Lynn Holo Glow Stick habe ich hier in der Farbe Pine for You. Es passt vom Namen her definitiv in einen Adventskalender. Pine ist ja auch, glaube ich, das englische Wort für Pinie und Pinie ist ja irgendwie eine Tanne und Tannen, Advent, Weihnachten, es passt, ne? Und ja, es ist holographisch, was auch ziemlich fancy ist. Natürlich auch im weihnachtlichen Ananas-Design, die hier mit da drauf sind. Kleines Augenzwinkern. Ja, aber Highlighter geht definitiv klar. Hat auch so ein bisschen, finde ich, was von Schnee oder so, auch von künstlich angezeigtem Schnee. Deswegen macht es auf jeden Fall Spaß, sowas zu verwenden. Ich persönlich bin halt einfach eher so ein Fan von subtileren Highlightern, ne? Wobei Highlighter Stick oder Liquid Highlighter ist auch wirklich voll mein Ding mittlerweile. Dann am 4. Dezember, die Nummer 4 haben wir hier, das ist jetzt ein bisschen schwierig, da haben wir die Nummer 4, sind dann auch mal die Haare am Start und da ist etwas von Hair Doctor drin, das Zwei-Phasen-Thermo-Conditioner-Produkt mit 50 ml, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal aufgebraucht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte ist für die Haare, ist so ein schönes Leave-In-Produkt, ne? Im Winter föhnt man sich die Haare häufiger, sodass sie auch trockener werden und dann auch ein bisschen mehr Liebe brauchen und ja, deswegen, 4. Dezember ist auf jeden Fall sinnvoll. Am Tag vor Nikolaus habe ich mir gedacht, naja, man sollte sich vielleicht die Fußnägel, die Fingernägel nochmal schick machen. Da haben wir hier ein kleines Füllprodukt mit am Start. Das ist aber ziemlich cool, muss ich sagen. Also hübsch vom Design her, ne? Das ist einfach eine ganz klassische Nagelfeile, eine Sandblattfeile, die wir hier drin finden. Oder die ich jetzt in meinem exemplarischen Adventskalender finde. Und ja, sowas ist ein klassisches Adventskalenderprodukt, ne? Aber macht Sinn. Ist okay. Ist mit dabei. Dann am 6. Dezember, Nikolaus, darf es auch ein kleines Highlight sein, finde ich. Und da starte ich hier mit der ersten Parfümminiatur. Da habe ich von Elizabeth Arden hier drin das White Tea mit 10 ml. Das ist ein Eau de Toilette Spray. Das heißt, nicht zu aufdringlich. Auch super geeignet für das Büro oder so
Einfach generell, wenn man zu Hause auch ein bisschen Parfum tragen möchte, wenn man es dick auftragen will und richtig krass, you do you, das kann man durchaus machen. Ich mag es halt zu Hause lieber, wenn ich so etwas dezentere Düfte trage und ja, wenn ich dann rausgehe, dann lege ich ein bisschen mehr auf. Genau, das ist auch ein kleiner Flakon und auch das hier habe ich, glaube ich, sogar schon mal leer gemacht. Das müsste, genau, wenn es das Klassische ist, dann habe ich das nämlich schon mal leer gemacht. Ist sogar als Sprayer, was ich richtig, richtig cool finde und deswegen habe ich das jetzt einfach mal für die Nummer 6 vorgesehen, für den 6. Dezember, ne? Dann am 7. Dezember, ja, darf es unter, nein, nicht unter die Dusche gehen, sondern darf es eingecremt werden. Darf man eingecremt? Darf ich eincremen? Darf man sich eincremen? Ja. Denn, ja, die komplette Haut möchte Feuchtigkeit haben, aber das auch super gerne mit einem kleinen Duft mit dabei. Lacoste Pour Femme mit 100 ml habe ich hier eine Bodylotion drin. Das ist diese hier, das duftet richtig, richtig gut. Ist so ein, ja, wie soll ich das sagen? Ein gefälliger Duft. Also das ist etwas, was viele auch mögen werden. Es ist ein bisschen sportlich, aber auch nicht zu intensiv, also nicht zu zitrisch oder so, ne? Nicht zu aquatisch, sondern es ist halt so genau mittendrin. Und deswegen finde ich, dass diese Bodylotion hier ganz gut aufgehoben ist. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd aufgeteilt, ne? Aber gut, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Deswegen habe ich das reingepackt. Von Tiffany & Co. bzw. Tiffany & Love, keine Ahnung, For Her. Das Eau de Parfum mit 5 ml, das ist einfach eine Parfümminiatur. Und ich weiß, dass viele von euch auch diese Parfümminiaturen sehr, sehr doll feiern. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist für viele auch ziemlich geil, wenn man das hier so mit drin hat. Das ist einmal dieser Duft, also so, also dieser Duft, dieser Mini-Flakon. Ich kann euch auch hier mal so ein bisschen die Duftnoten einblenden. Da das weiter wandern wird, ne, mache ich es jetzt auch nicht extra auf. Am 9. Dezember habe ich mir gedacht, komm, da kann man sich auch dann drüber freuen, wenn man hier vielleicht so ein Parfüm Zerstäuber drin hat. Weil hier kannst du entweder, je nachdem, wie man es halt haben möchte, wenn man auf Reisen ist zum Beispiel, kannst du da Toner reinmachen, um dir das dann auf das Gesicht zu sprühen. Oder du sagst, nee, ich möchte mir das einfach lieber umfüllen, dass ich mir hier das Parfum reinfülle. Und deswegen habe ich hier für den 9. Dezember den ja, Parfümzerstäuber hier. Finde ich super praktisch. Also ich habe sowas auch gerne in Verbindung, auch für die Handtasche zum Beispiel. In der Nummer 10 darf es dann mit einer Ampulle weitergehen. Das ist von Déclaré Hydra Balance Moisture 24 Stunden. Da sind 2,5 ml drin. Das heißt, diese Ampulle kannst du dir echt locker für 2, wenn nicht sogar 3 Anwendungen aufteilen. Ne? Je nachdem, wie viel man so verwendet, wie feuchtigkeitsarm die Haut so ist. Fand ich aber ganz sinnvoll, das hier mit reinzupacken. Dann in der Nummer 11 sind die Nägel am Start von Alessandro Spa Express Nail Hardener. Das ist ein Nagelhärter. Wir haben hier 5 ml drin. Und wenn ich so drüber nachdenke, dass man dann ja in der Weihnachtszeit vielleicht einfach ein paar Geschenke einpackt oder was auch immer, dann möchte man ja schon gepflegte Hände haben, in dem Sinne, dass einem die Nägel nicht dabei abbrechen. Und deswegen ist es auch ein Produkt, was ich hier gut drin finde. Zur Halbzeit habe ich mir auch gedacht, es darf auch etwas klassischeres, nein, etwas knallenderes sein. Und zwar von Elina Med, eine Massage-Gesichtsbürste. Das ist ein Tool, aber es ist so ein 2-in-1-Ding. Da haben wir hier einmal die Massagebürste oder beziehungsweise die Reinigungsbürste. Damit kannst du, ja, das ist die Massagebürste, das ist die Reinigungsbürste. Mit der Reinigungsbürste kannst du deinen Gesichtsreiniger entsprechend verteilen, einarbeiten und dein Gesicht ordentlich damit reinigen. Leute mit sensibler Haut müssen da ein bisschen aufpassen. Und mit der anderen Seite kannst du dein Gesicht halt richtig schön massieren. Du kannst damit Serum einmassieren und verteilen und Gesichtsöl damit auch verteilen. Oder wenn du dir eine Gesichtsmaske gemacht hast, ne, dass du da einfach nochmal mit drüber gehst, um das Ganze einfach intensiver in die Haut einzuarbeiten. Dann machen wir weiter. Habe ich auch blöd aufgeteilt. Das muss ich kurz umfunktionieren. Das mache ich so. Da habe ich von Marc Jacobs Daisy, das ist eine Luminous Body Lotion. Da sind 30 ml drin. Die wird dir dann auch einen entsprechenden Sparkle-Shine geben, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und ich mag den Duft von Marc Jacobs sehr, sehr gerne. Riecht man hier auch raus, sehr, sehr angenehm. Also definitiv ist das eine verdiente Nummer 13. Als nächstes habe ich wieder ein Tool hier drin. Und zwar sind das Bambus-Wattestäbchen. 200 Stück sind hier drin. Die kann ich wirklich gut gebrauchen. Meine gehen gerade zur Neige. Von Barbara Hoffmann. Das ist natürlich cool. Bambus ist nachhaltig, ne? Deswegen ist es eine feine Sache. Und ja. Solche Baumwollstäbchen oder Bambus-Baumwollstäbchen kann man auf jeden Fall immer wieder gut gebrauchen, sowohl zur Make-up-Korrektur als auch, keine Ahnung, wenn du dir die Ohren sauber machst, ne? Ist klar. Oder wenn ich zwischen Julius Füßen sauber mache, dann nehme ich auch mal ein Stäbchen tatsächlich. Genau, ja.
Ja, das waren die 13. Jetzt gehen wir zu Nummer 14. Da habe ich mir gedacht, so eine Lippenpflege wäre auf jeden Fall mal eine angenehme Sache. Da haben wir von Natural Cosmetics die Alpine Coziness Peppermint Lip Balm Geschichte mit 5 Gramm. Also ein Lippenpflegestift, der die kalten Wintertagslippen, nein, die trockenen Lippen, die durch kalte Wintertage sind, wie sie sind, einfach wieder pflegt. Ist schön, oder? Ja, das ist jetzt ein Produkt, was ich jetzt nicht so feiere, weil ich persönlich möchte das nicht gerne in Adventskalendern drin haben. Hier ist es jetzt mit dabei. Fühl dich wohl, 24 Hände, Desinfektionsmittel, hygienische Handdesinfektion. Hier steht auch drauf, 5,99 kostet das Ding normalerweise. Ist okay, ja, ist jetzt hier so mit drin. Feiere ich nicht so, bin ich ehrlich. Jetzt sind die Haare wieder dran und wir sind am 13., 14., 15., 16., am 17. Dezember und das ist ja eine Woche vor Heiligabend. Von Marlies Möller Beauty Hair Care habe ich das Micellen Pre-Shampoo Deep Cleansing. Also du machst es dir als tiefenreiniges Micellen Pre-Shampoo mit 30 Millilitern vor deinem Shampoo nochmal rein. Also macht man quasi Double Shampooing. Also wenn die Haare halt so richtig dreckig sind, keine Ahnung, warum sie das sein sollten. Vielleicht vom Färben, wenn man Färbereste entfernen möchte und sich halt quasi eine Woche vor Heiligabend nochmal die Haare färbt oder so. Keine Ahnung, ich habe da nicht so die Erfahrungswerte mit. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Produkt, was man vor dem Shampoonieren noch verwendet. Dann habe ich mir gedacht, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, da gibt es wieder ein Parfum. Am 18. Dezember Crystal Pink, ein Eau de Parfum, habe ich hier drin. Das dürfte auch so eine Eigenmarke sein, Next Generation Perfumes. Ne? Da hatte ich letztes Jahr auch so ein bisschen versucht, Preise zu finden. Ist ein bisschen schwierig, mit 15 Millilitern habe ich das hier. Vielleicht orientiere ich mich da an generellen Dupes-Düften, die man so kennt und rechne das einfach mal runter. Ne, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Erinnert von der Verpackung her so ein bisschen an Christina Aguilera. Ist ein Glasflakon zum Sprühen. Oh. Okay. Das ist ein bisschen schwerer. Das riecht voll gut. An was erinnert mich das denn? Ich weiß es gerade nicht. Oh, das riecht aber nach irgendeinem, was ich gerne mag. Was ich auch eigentlich habe, aber ich weiß nicht, welches das ist. Ich habe halt nicht so die Duftnase. Das hat auf jeden Fall was Florales mit dabei. Auch was leicht Schweres, also sowas wie Moschus, Sandelholz oder sowas wird auch mit drin sein. Aber auch irgendwas Süßeres. Riecht mega angenehm. Dann habe ich als nächstes am 19. Dezember hier eine Augencreme drin von Biotherm Blue Therapy Eye mit 5 Millilitern. Ich meine, dass ich die verwendet habe und dass ich die gut fand. Die müsste so ein bisschen fluffiger von der Konsistenz her sein. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man quasi in der Weihnachtswoche noch ein bisschen für strahlende Augen, strahlende Haut sorgen kann. Und wenn man dann so schön gepflegte Augen hat, macht es durchaus Sinn, am 19. Dezember eine Mascara zu verwenden. Kannst aber auch so oder so, ne? Aber die habe ich halt da so kombinationstechnisch reingepackt. Und zwar die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara Extreme Black von Estée Lauder habe ich hier drin. Das ist eine Größe mit 2,8 Millilitern. Und dazu kann ich euch das Bürstchen auch einfach mal einblenden. Ich werde die jetzt nicht öffnen, weil ich glaube, dass ich die schon da habe. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und ja. Estée Lauder ist solide von den Mascaren her. Die riechen immer sehr intensiv, finde ich. Also die haben auch tatsächlich in der Mascara relativ hoch die Parfümstoffe drin. Und die macht aber ein solides Ergebnis, definitiv. Dann kommen wir in den 20er-Bereich. 20, 21, 22, 23. Nö, wir sind schon im 20er-Bereich. Das war der 20er-Bereich. Wir sind jetzt am 21. Dezember. Dr. Grandel, Hyaluron, glättend und aufpolsternd, habe ich eine Ampulle hier drin. Die ist sehr, sehr angenehm. Die ist beruhigend, was ich einfach vor Heiligabend sehr, sehr wichtig finde. 3 Milliliter, also auch die kannst du dir auf 2-3 Anwendungen aufteilen. Locker, gar keine Probleme. Die ist nämlich sehr reichhaltig, ne? Man sieht es auch an der milchigen Konsistenz. Das ist wirklich eine Ampulle, die nicht so klassisch flüssig ist, wie das jetzt zum Beispiel bei dieser hier gewesen ist, sondern die gibt ihr richtig krass Feuchtigkeit. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, so ein paar Tage vor Heiligabend, wenn der ganze Traller für die Gedönsen auf einen zukommt, macht das Sinn, ne? Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, wenn man dann die ganzen Geschenke eingepackt hat, den Tannenbaum aufgestellt hat, dann möchten die Hände auch Liebe bekommen. Das heißt, es macht Sinn, am 22. Dezember eine Handcreme drin zu haben. Von Ahava, Detsi Water Mineral Hand Cream. Mit 40 Millilitern habe ich die hier drin. Und ich mag sehr, sehr gerne die Produkte von Ahava. Ich hatte die auch mal in so einer, ja, wie hießen die? Juveniles Boxen hießen die damals, ne? Hatte ich die mal mit dabei.
Und das mochte ich auch vom Duft her sehr gerne. Das ist Unisex und ein ganz, ganz angenehmes Produkt, ja, was einfach schön pflegt und einfach gefällig ist. Mag ich gerne leiden. Dann habe ich einen Tag vor Heiligabend gedacht, es macht Sinn, wenn man duschen geht. Deswegen ist hier von Betty Barclay das Happiness als Cremedusche mit dabei mit 75 Millilitern. Das heißt, man gönnt sich einfach mal eine schöne Dusche, um den ganzen Weihnachtsstress runter zu duschen und hat dann dabei noch ein bisschen Freude mit dabei. Es macht Sinn, ne? Das ist schon witzig. Auch das ist beduftet, aber es ist sehr, sehr dezent. Also Betty Barclay-Düfte sind halt nicht so super lang anhalten. Ne? So, und dann habe ich mir gedacht, Heiligabend, da kann man nochmal so richtig auf die Kabittjes hauen. Da gibt es von Miss Lynn My Favorite Beauty Kit. Das ist dieses hier. Und das ist wirklich handlich, dass man sagen kann, okay, wenn man vielleicht über die Weihnachtstage verreist, dass man bei Verwandten ist oder so, dann hat man auf jeden Fall so ein kleines Kit mit dabei, wo du Lidschatten mit dabei hast. Was ist da noch? Augenbrauen kannst du sicherlich auch damit machen. Eyeliner muss ich gleich mal gucken. Ein Blush ist auf jeden Fall mit dabei. Eyebrow Powder steht hier. Ja, du hast hier zwei Augenbrauenpuder drin. Und es ist dann, wie gesagt, eine relativ kompakte Geschichte. Ach, das sind Lippensachen. Das ist ja auch spannend, ne? Ich bin nicht so der Ultra-Fan von Miss Lynn. Von der Qualität her muss ich gestehen, ne? Ach so, das klappt man hier oben auf und hat dann auch noch einen Spiegel mit dabei. Es ist eine eher kühlere Lidschattenpalette hier oben, wenn ich das richtig sehe, ne? Und hier unten hast du dann zwei Blushes. Ein Highlighter fehlt, Bronzer fehlt auch. Aber man kann damit auf jeden Fall viele unterschiedliche Looks machen. Ja, aber man ist auf jeden Fall eher in der kühlen Richtung unterwegs, ne? Ja, das ist auf jeden Fall das Knallerprodukt von dem Adventskalender von der Art und Weise her. Ich denke, dass manche Produkte hochpreisiger sein werden, aber ich habe mir gedacht, das macht Sinn, das in die 24 dann zu packen. Also du bekommst für einen Preis von 59,99, was ja nur die Produkte sind, einen wirklich tollen Mix an allem, was man im Prinzip in einem Beauty-Adventskalender erwartet, ne? Und ich finde auch, dass es sehr, sehr günstig ist, also vor allem im Verhältnis, was man sonst so auf dem Markt sieht. Also ich würde ihn schon empfehlen. Definitiv. Die Leute, die auf Parfümminiaturen stehen, haben ja auch ihre Freude, weil man hier auf jeden Fall auch drei Parfums drin finden wird. Und ich finde es auch super günstig, für die Socken 10 Euro zu veranschlagen, bin ich ehrlich. Wobei man da ja auch nochmal 15% drauf spart, also 1,50 Euro, wenn man Claudis Welt 15 verwendet. Ich finde, dass die Produkte hier drin auch einfach gut sind. Viele davon kenne ich ja auch einfach schon. Ich würde diesen Adventskalender, ganz egal, ob es eine Kooperation wäre oder nicht, definitiv empfehlen, weil man einfach viel für sein Geld bekommt. Und der Preis spricht oder der Wert spricht auch einfach für sich, ne? Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so findet. Da können wir uns gerne austauschen. Denkt dran, zwei könnt ihr gewinnen und mit Claudis Welt 15 könnt ihr 15% sparen. Das ist ganz schön viel, was ich hier alles anzubieten habe, Leute. Hm? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.